Damit kommen wir zum nächsten Kandidaten oder dem nächsten Unternehmen. Und das unterhält beste Beziehungen zu unserer Kanzlerin und zu Präsident, noch Präsident Barack Obama. Nämlich das Siegener Unternehmen, das Ihnen gleich der Mitbegründer und Vorstandsvorsitzende Dr. Bernd Buchsbaum persönlich präsentiert, die PMD Technologies AG, die als Ausgliederung einer Arbeitsgruppe der Universität Siegen im Jahr 2002 entstand und die inzwischen der weltweit führende Anbieter von 3D-Bildsensortechnologien ist, also Silicon Valley Technology made in Siegen. Auf der Hannover Messe im April testeten Barack Obama und Angela Merkel eine Virtual Reality Brille, die das von PMD entwickelte weltweit kleinste 3D-Kamerasystem für schnelle 3D-Aufnahmen und automatische Objekterkennung eingebaut hatte und das künftig sogar in handelsübliche Smartphones eingebaut werden soll. It's a brave new world, zeigte sich Obama nach dem Handschlag mit Kanzlerin Merkel sichtlich beeindruckt. Und diese Bilder gingen um die Welt und die haben PMD extern wie intern einen sehr, sehr guten Schub gegeben, wie Herr Buchsbaum selber sagt, der als promovierter Ingenieur der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik und als gelernter technischer Betriebswirt und damit in seiner Doppelfunktion als entwickelnder Ingenieur auf der einen Seite und als Vorstandsvorsitzender auf der anderen Seite eigentlich zwei völlig unvereinbare Funktionen ausfüllt. Denn es heißt ja, der Ingenieur bestimmt durch seine Fähigkeiten den Wert eines Produkts, falls der Kaufmann ihn lässt, der wiederum den Preis hochtreibt, weil der Verbraucher ihn lässt. Oder wie Buchsbaum sagt, meine Begeisterung für die Technik als Ingenieur muss ich als Kaufmann manchmal reduzieren. Jetzt aber stürzt er sich gänzlich unreduziert und völlig begeistert in den Kampf um Nachwuchskräfte für sein Unternehmen. Und die Physiker, die Informatiker und Ingenieure unter Ihnen sollten jetzt besonders aufmerksam sein. Begrüßen Sie mit mir Dr. Bernd Buchsbaum mit seinem Vortrag We are searching for the last unicorns. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich muss ja gar nicht mehr so viel sagen zur Firma und zu mir persönlich. Also steigen wir direkt ein, die Zeit ist knapp. We are VR. Wir entwickeln Technologien für die virtuelle und augmentierte Realität. Oder um es mit den Worten unserer Partner zu sagen, we are a small band of pirates doing epic shit. Welcome to PMD Technologies. Ich werde Sie versuchen mitzunehmen auf eine kleine Reise gleich. Das ist ein gewagtes Unterfangen. Demos können immer schief gehen. Wir versuchen das gleich mal zusammen in eine Fantasiewelt. Und dazu möchte ich eine kleine Einleitung geben. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da haben wir eine kleine Magiergemeinde gegründet im Jahr 2002 in den Höhen des Harder Berges. Und da sind wir auch heute noch. Und das Ziel war von Anfang an, wir wollten was Revolutionäres machen, was mit dem man Dinge tun kann, die man normalerweise nicht tun kann. Zum Beispiel neue Welten erstellen, ferne Galaxien bereisen, Wale durch den Raum fliegen lassen, wirklich revolutionäre Sachen. Und auf diesem Weg will ich Sie jetzt versuchen, einmal mitzunehmen. Und dazu werden wir jetzt mal eine kleine Demonstration sehen. Wir müssen dann jetzt hier kurz umschalten. Und wir gehen jetzt in eine Fantasiewelt gemeinsam. Und dazu werde ich diese relativ schlichte Bühne mit diesem Gerät, wo unsere Technologie drin verbaut ist, sozusagen in eine ferne Welt projizieren. Und ich nehme Sie dabei mit. Wir detektieren jetzt die Räume. Oh, und wir bekommen Besuch. Da sind Freunde. Und jetzt bauen wir eine virtuelle Welt auf diese Bühne, in der wir uns frei bewegen können. Wir können uns umschauen. Wir sehen Tiere,
Wir sehen die Natur, die entsteht. Die Bäume wachsen. Ich kann mich frei bewegen, ich kann nach oben schauen. Ich sehe den Weltraum. Unsere Freunde sind immer noch da. Jetzt brauchen wir ein bisschen Saallicht. Und dann kommen wir wieder zurück in die echte Welt. So was machen wir. Und was wir brauchen, was wir zwingend brauchen, um diese Magie stetig weiterzutreiben, sind ganz besondere, einzigartige Menschen. Wir suchen Mitarbeiter, die besondere Fähigkeiten haben, die besondere Motivation haben, die wirklich was bewegen wollen. So wie wir das machen, seit über 50 Jahren mittlerweile, international an mehreren Standorten auf der ganzen Welt. Mit über 100 Leuten tun wir Sachen, von Siegen aus, vom Harder Berg aus, demnächst aus der Martinshardt, lieber Ulf, als Nachbar von dir, die es sonst weltweit so nicht nochmal gibt. Und diese Menschen, die wir suchen, das sind Unicorns. Wir suchen Unicorns in allen Fachbereichen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal einen Film an. Always be yourself, unless you can be a unicorn, then always be a unicorn. When the last eagle flies over the last crumbling mountain, and the last lion roars at the last dusty fountain. In the shadow of the forest, though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last. When the first breath of winter through the flowers is icing, and you look to the north, and a pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. I'm alive, I belong. Mach noch Foto, genau. Das war's. Das war's. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mach mal. Das war's. Dankeschön.